In diesem Video werden wir darüber sprechen, was die richtige Einstellung für die Oberstufe ist, damit du eben auch dein Traumabitur erreichen wirst. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und in diesem Video möchte ich einfach mal darüber sprechen, was ist eigentlich so die richtige Einstellung, die du brauchst, um wirklich in der Oberstufe das Bestmögliche rauszuholen und dann eben wirklich auch einfach dein Traumabitur zu erreichen. Weil was ich einfach super stark in der persönlichen Zusammenarbeit mit vielen Oberstufenschülern merke, als auch bei mir selbst im Leben ist, dass die allermeisten Dinge sind einfach nur eine Sache der Einstellung. Viele sagen, hey, irgendwie mein Lehrer ist nicht so cool, deswegen kann ich nicht das Abi erreichen. Oder ich bin nicht so intelligent und deswegen kann ich es nicht erreichen. Die anderen Schüler haben die Sprache schon länger oder was auch immer und deswegen sind die besser als ich. Und all diese Punkte sind eigentlich, wenn man es mal hart ausdrückt, eine Ausrede. Ja, ich weiß, dass es gewisse Dinge gibt, die kann man nicht ändern und es sind dann vielleicht auch schlechtere Voraussetzungen für einen. Aber ich glaube, es gibt gerade im Sport zum Beispiel so viele Beispiele, wo man einfach gemerkt hat, wenn du die richtige Einstellung hast, dann kannst du eigentlich nahezu jede andere Sache, die du irgendwie im Nachteil anderen gegenüber hast, kannst du durch die richtige Einstellung wettmachen. Ja, und deswegen ist einfach super, super, super wichtig, dass wir einmal darüber sprechen, was ist denn in der Oberstufe eigentlich so die Einstellung, wo man sagt, hey, wenn du die hast, dann kannst du auf der einen Seite wirklich halt den Schnitt erreichen, den du haben möchtest und auf der anderen Seite kannst du es auch auf eine möglichst stressfreie Art und Weise schaffen. Und das Allerwichtigste, und das ist meiner Meinung nach auch das Fundament dafür, womit ich ja auch jedes Video hier beende, ist wirklich, dass du anfängst, überhaupt erstmal an dich zu glauben. Das sagen wir auch bei uns im Coaching, sage ich jedem einzelnen Teilnehmer. Du kannst so motiviert sein, wie du willst, ich kann dir die besten Strategien mitgeben. Wenn du überhaupt nicht daran glaubst, dass es möglich ist, dass du dich verbessern kannst, dann wirst du es auch nicht schaffen. Und das ist eben auch ein ganz, ganz tiefer Kern von dieser Einstellung. Weil wenn du selbst die Einstellung hast, hey, ich kann mich verbessern und ich glaube daran, ich weiß vielleicht noch nicht wie, ja, und manchmal lasse ich vielleicht auch an Motivation nach, aber ich glaube an mich, dass ich mich in beiden dieser Hinsichten so verbessern kann, dass für mich Verbesserung möglich ist, erst dann ist es eben auch, wird es kannst du erst ja auch ein Ziel formulieren, das du auch erreichen willst. Weil wenn du sowieso sagst, es wird sowieso nicht klappen, ja, dann wird es auch nicht funktionieren. Dann der nächste Punkt, um den du nicht drumherum kommen wirst, egal was dir irgendjemand verspricht, ja, du wirst einen gewissen Grad an Arbeitsmoral haben müssen. Es reicht nicht. Ja, es reicht nicht. In der Oberstufe reicht es einfach nicht mehr zu sagen, ja, irgendwie fliegen mir die Noten schon zu. Und auch wenn du das Gefühl hast, oh, es gibt diese ein oder andere Person bei dir in der Klasse, im Kurs oder auch in der Jahrgangsstufe, die irgendwie, keine Ahnung, es einfach immer schafft, ja, dass sie gefühlt nichts lernt und der kriegt einfach immer die Eins. Ja. Das mag sein, dass es so wirkt. Ich kann dir verraten, in 90% aller Fälle sitzen diese Leute auch daheim viel am Schreibtisch, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt das immer in der Kommunikation dir auch mitteilen. Und es gibt auch meinetwegen diese 10%, bei denen das wirklich so ist. Nur wenn das für dich nicht selbst nicht aufgeht, dann spielt es auch keine Rolle. Ja, hör auch auf, da dich zu vergleichen. Das ist auch so ein Punkt, den ich so oft höre. Hört einfach auf, euch zu vergleichen. Das Einzige, was zählt, ist, was für dich wichtig ist. Und mir geht es darum, dass wir gemeinsam schaffen, dein Traumabitur zu erreichen. Und das bedeutet, dass gerade auch um diese Schritte zu erreichen, auch wenn das stressfrei möglich ist, ist es notwendig, dass du dich einfach hinsetzt und dich zu einem guten Grad mit der ganzen Sache auch beschäftigst. Ja, weil du kannst Strategien, ja, wenn die von uns kommen, die sind super. Nur jede Strategie muss erstmal umgesetzt werden, damit sie überhaupt dann irgendwie auch die Früchte dann dir bringen kann. Deswegen ist es super, super wichtig, dass du für dich weißt, hey, wenn ich mir vornehme, ich will dieses Ziel erreichen, dann sollte das nicht nur ein, guck ich mal, so wirklich, nein, ich werde das erreichen. Und ich bin mir auch bewusst, dass mir das nicht zufliegen wird, sondern ich bin bereit, wirklich was dafür zu tun. Und ich bin bereit, mich da täglich hinzusetzen. Ich bin bereit, da wirklich auch einfach konsequent was zu machen. Nicht immer noch mehr, das wird gleich auch der nächste Punkt sein. Aber ich bin grundsätzlich erstmal bereit, wirklich da auch an Zeit, an Energie und beispielsweise auch in Form von Coaching, in Form von Geld zu investieren, weil ich weiß, dass mein großes Ziel ist und vor allem auch, ja, dass das mich dann langfristig auch so mehrfach zu mir zurückkommen wird und das ist da dann auch noch super entscheidend. Und dann der dritte Punkt, der super, 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 super wichtig ist und zwar, dass du aufhörst zu denken, dass du was ganz Besonderes seist, ja, oder dass es bei den anderen so und so sei. Dass du einfach auf der einen Seite aufhörst, sich zu vergleichen, weil es spielt überhaupt keine Rolle, was die anderen tun, ja, und du gleichzeitig aber auch anfängst,
nicht immer nur in deinem eigenen Kopf zu denken, sondern du einfach auch die Strategien übernimmst, die halt wirklich funktionieren. Und da ein bisschen auch dein Ego ausschaltest. Ja, ich habe bei mir selbst in der Oberstufe, ich dachte mir auch in der Oberstufe, hey, ich werde das einfach alles selbst rausfinden. Ja, ich werde irgendwie für mich selbst rausfinden, wie lerne ich richtig, wie teile ich mir die Klausuren richtig ein, wie kann ich, keine Ahnung, mit Prüfungsangst umgehen, wie kann ich mich mehr motivieren. Und ich habe so lange versucht, es irgendwie auch für mich selbst halt hinzubekommen und bin daran aber einfach immer wieder gescheitert, bis ich irgendwann auch angefangen habe zu sagen, hey, vielleicht gibt es ja Menschen da draußen, die gewisse Wege schon gegangen sind, die sich vielleicht schon damit auseinandergesetzt haben, wie funktioniert Motivation wirklich, wie funktioniert Lernen richtig und so weiter. Und ich habe angefangen, teilweise für mich selbst viele Dinge auszuprobieren, aber vor allem habe ich auf super viele andere Menschen gehört. Und das mache ich auch bis heute noch. Ja, alles, was ich hier tue, da ist vieles aus, also alles von dem, was ich weitergebe, kommt aus meinem Kopf. Und gleichzeitig, wie ich aber viele Dinge tue, ja, grundsätzlich in meinem Leben, davon lasse ich mich sehr stark von anderen Menschen inspirieren. Ich höre mir viele Persönlichkeiten an, die einfach in meinem Leben, die in ihrem Leben einfach schon viel weiter sind als ich. Ja, und das Gleiche solltest du auch tun. Und mich macht es immer total traurig, wenn zum Beispiel jemand sagt, hey Leo, dein Coach ist echt mega geil, voll geil, was da die Teilnehmer irgendwie an Ergebnissen erzielen, aber ich glaube, für mich funktioniert das nicht. Für mich funktioniert es, warum auch immer. Ja, und dann gibt es keinen ernsten Grund, warum das irgendwie so sein sollte. Und ich war auch lange so ein Mensch, der mir gedacht hat, oh, ich bin was Besonderes, für mich gelten andere Regeln und so weiter. Und ich lasse mich ja genauso coachen, wie ich auch unsere Coaching-Teilnehmer coache. Ja? Und da ist auch wieder so, dass meine Mentoren mir sagen, Leo, so, du bist ein cooler Typ, ja, aber hör auf zu denken, dass irgendwie der Weg, der für alle anderen funktioniert, für dich nicht funktioniert oder dass du immer einen Sonderweg brauchst. Ja, sondern deswegen sei dir auch da bewusst. Es macht einfach nur super, super, super viel Sinn, dass du wirklich dich einfach an die Dinge hältst, die einfach funktionieren. Das sind genau die Sachen, die wir euch zum Beispiel auch im Coaching mitgeben. Ja? Du brauchst, für dich muss es möglich sein zu checken, hey, ich kann mich verbessern. Sei das alleine, sei das durch unser Coaching, wie auch immer. Dann brauchst du erstmal die Arbeitsmoral, wirklich zu sagen, okay, ich bin da auch bereit, einfach entsprechend was zu investieren, damit ich da wirklich auch einfach vorwärts komme. Und dann ist als dritte Komponente einfach super, super wichtig, dass du auch Rat von anderen annimmst. Sei das durch unsere YouTube-Videos, sei das, wenn du bei uns im Coaching aufgenommen bist, wie auch immer. Du musst bereit sein, dein eigenes Ego auszuschalten und dich nach den Menschen zu richten, die einfach da auch schon dorthin gekommen sind, wo du hinkommen möchtest. Und dann können die dir da auch weiterhelfen und du wirst dann eben auch mit dieser richtigen Einstellung aus diesen drei Komponenten zusammen dann wirklich eben auch bei deinem Traumabitur ankommen. Deswegen, wenn du dich da bei uns fürs Coaching bewerben möchtest, dann kannst du das sehr gerne einfach im ersten Link in der YouTube-Beschreibung oder im ersten angepinnten Kommentar tun. Und dann freue ich mich da auf eure Bewerbungen und Eintragungen. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. Hier, ich sage jetzt das Intro zu fangen. Geht? Ja. Willkommen. Warte, geht? Ja. Jetzt.